800 Schafe, 100 Lämmer und mittendrin ein 15-jähriger Schüler. Während andere ihre Osterferien zum Beispiel am PC verbringen, macht Nathanael Götte ein freiwilliges Praktikum bei der Schäferei Dissen in Kassel. Ich will auf jeden Fall was mit Tieren machen und es sollte halt viel draußen sein. Und ja, dann bin ich halt auf diesen Job gekommen, auf den Schäferberuf, weil es mich einfach schon immer interessiert hat, wie auch die Schafe, sag ich mal, so funktionieren, wie gut eigentlich die Hunde auch hören und wie man denen das alles beibringt. Die Herde muss heute umgeweidet werden. Rund 2 Kilometer Wegstrecke, auch quer durch den Verkehr. Der Schüler muss aufpassen, dass alle Schafe zusammenbleiben. Weiter! Hubertus Dissen ist für Interessierte wie Nathanael besonders dankbar, denn der Beruf des Schäfers ist vom Aussterben bedroht. Wir haben 30 bis 35 Lehrlinge in Deutschland und wenn davon vielleicht ein Drittel letztendlich im Beruf bleibt, dann sind es viel. Zum einen ist es wirtschaftlich nicht unbedingt super lukrativ und zum anderen ist halt auch eine Arbeitszeit, die nicht jeder machen will. 365 Tage im Jahr, bei jedem Wetter. Fürs Schäferleben braucht es Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen. Was am blödesten ist, was passiert für einen Hirten, wenn sich die Herde zweiteilt. Das ist ganz, ganz doof. Deswegen muss ich so ein bisschen. Ziel erreicht. Nach solch einem anstrengenden Tag ist dieser Anblick für Schäfer und Praktikant der wohl beste Lohn.